Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zur vermutlich letzten Folge Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. In der letzten Folge haben wir den Cloud Catcher, den Wolkenfänger, endlich wieder zum Laufen gekriegt, indem wir ihn repariert haben. Und es hat sich jetzt der Weg ins Altkönigreich für uns geöffnet. Beziehungsweise der Wolkenfänger hat eben den Nebel entfernt, der für uns den Weg ins Altkönigreich öffnet. Indem wir jetzt wohl in dem Gebiet nach 5 Briefstücken... Oh, Altkönigreich-Münze. Nach 5 Briefstücken suchen sollen. Ihr seht links unten auf der Karte, dass hier ein Gebiet markiert ist, in dem wir zu suchen haben. Irgendwo hier soll sich uns wohl auch das Geheimnis offenbaren. Wir wissen noch nicht, welches Geheimnis, aber das Geheimnis. Und jetzt fängt es an zu regnen. Warum fängt es jetzt an zu regnen? Mensch. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Was ist das da drüben? Das war kein guter Sprung. Ich meine, nein, da gibt es tatsächlich keine Ausrede für. Whoops. Whoopsie-doo. Was kann ich denn mit... Du bist einfach nur eine Lampe. Du bist einfach nur eine Lampe. Die Frage ist, wo finden wir diese Briefstücke? Sind die hier irgendwo drin versteckt? Oder liegen die rum? Oder wonach habe ich zu suchen? Man weiß es nicht. Ich schätze, dass wir das recht schnell rausfinden werden. Ach ja, guck mal, wir haben hier sogar einen Marker in der Mitte. Ist das hier der Palast des Altkönigreichs, zu dem wir sollten? Ist da unten sah aus, als ob wir hier auch... Da nicht, aber die andere Seite war verschlossen, als ob wir da durchbrechen können. Ja, definitiv. Also ich bitte dich, Spiel. Noch offensichtlicher kannst du das ja auch nicht machen. Und dann betreten wir in den Palast. Schön hier alles kaputt kloppen, was es hier gibt. Mal da ist der Wolkenfänger. Guck mal, da ist das Land sogar noch grün. Ach, das kann ich, damit kann ich interagieren. Der Wolkenfänger, wie er einmal war. Ja, hochauflösendes Bild. Das Bild eines blühenden Palasts. Mit der Auflösung, die die Bilder eben damals hatten, in der Antike. Der Künstler hat die gemalt in 144p. Wir müssen nur irgendwie ins Erdgeschoss vom Palast. Keine Ahnung, wie wir da rein... Ah! Nevermind, doch Ahnung, wie wir da reinkommen. Hier haben wir eine Notiz. Ein altes Tagebuch. Nur die letzte Seite ist noch lesbar. Heute kommt unser Kind auf die Welt. Wir sind voller Hoffnung und werden alles tun, damit das Kind ein schönes Leben hat. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Eins von fünf. Kommen wir denn jetzt weiter? Also es sind wieder Bücher, die wir suchen. Anscheinend im Palast. Wie das Ausrufezeichen mir vermutlich sagen will. Oder ist hier auch was drin? Da scheinen auf jeden Fall Bilder an der Wand zu hängen. Verblasste Kinderzeichnungen. Bilder aus einer einfachen und glücklicheren Zeit. Haben wir hier auch vielleicht ein Spielzeug, wirkt seltsam vertraut. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Also müssen wir tatsächlich alles finden. Ist das
Harry? Wir müssen tatsächlich mit allem hier interagieren, weil alles Briefstücke beinhalten könnte. Noch eine Altkönigreichmünze. Das ist tatsächlich wohl nicht nur im Palast, sondern komplett hier außenrum in den Gebieten. Medikamente gegen Düsterniskrankheit. Was ist Düsterniskrankheit? Eine große Sammlung medizinischer Bücher und Notizen über die Düsterniskrankheit. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Nummer 3. Ich habe das Gefühl, ich habe im Palast irgendwo noch was vergessen, aber bin mir da nicht ganz so sicher. Ist nur so mein Gefühl. Hier haben wir nichts. Kätzchen! Der unbekannte Katzendieb hat wieder zugeschlagen. Eine weitere Katze wurde von ihm gestohlen. So viele Altkönigreichmünzen. Kann ich ja gleich umdrehen und mir den Groffelrucksack kaufen. Scheinen wir aber nichts zu haben. Ich hänge. Ah, ich hänge. Danke. Spiel, das mich frei lässt. Ich habe das Gefühl, okay, hier haben wir wohl noch eins. Ein Buch über Geister. Hier stehen ihre Namen und was sie gerne essen. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Irgendetwas über das Studium von Geistern. Okay, es fehlt noch eins. Vielleicht oben im Palast was übersehen oder wäre das zu naheliegend? Hier muss. Also, du kannst mir noch nicht erzählen, dass hier kein Stück ist. Ein kleines Familienporträt. Die Eltern sind ganz verzückt von ihrem Baby. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Wir sind der König und die Königin von Gemea. Du bist unser liebes Kind, von königlichem Blut und mit der Gabe zwischen den Welten zu sehen. Aber du hattest keine leichte Geburt. Du warst ein kränkliches, schwaches Baby und wurdest immer schwächer. Wir haben den Wolkenfänger benutzt, um dich zu heilen und immer mehr vom Strom des Lebens angezapft, bis du gesund und stark warst. Aber für so etwas war der Wolkenfänger nicht gemacht. Als er kaputt ging, war das auch das Ende von Gemea, wie wir es kannten. Jetzt ist der Himmel zerrissen und der Palast in Düsternis gehüllt. Eri hat dich in Sicherheit gebracht, doch ich fürchte, für uns ist es zu spät. Du solltest wissen, dass wir nichts bereuen. Vom Moment deiner Geburt an wussten wir, dass du etwas ganz Besonderes bist. Egal, was es uns gekostet hat... Du warst es wert. Nach all der Zeit bist du zurück. Willkommen zu Hause. Und das war Yonder. The Cloudcatcher Chronicles. Ich bin gespannt, ob nach dem Abspann noch was kommt. Oder ob wir... Klar, das Spiel wird danach weitergehen, weil es ja, wie gesagt, primär sowieso um den Bau der Farmen ging. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass danach noch was kommt. Und zu groß war das Entwicklerteam ja auch nicht. Das heißt, die Credits werden nicht so lang sein. Fun Fact, wusstet ihr, dass die DVD mit den längsten Credits überhaupt eine Live-DVD von Mario Barth ist? Das finde ich lustig. Im Gegensatz zu Mario Barth, den finde ich nicht lustig. Hahaha.
Aber es scheint schon wieder grüner zu werden hier. Der Palast. Der Boden wird grün und ja, auch die Sträucher am Gebäude fangen an, wieder zu wachsen. Ich hätte gern noch so eine schöne Ansicht von oben auf das wieder grüne Altkönigreich oder so. Ah ja, ihr seht, es gibt schon wieder Büsche, es wird schon wieder ein bisschen grün. Da links unten ist eine Kiste, die ich übersehen habe. The Northwood Styles and Vance Families, thank you for your love, patience and support. Da ist übrigens noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Danke, dass du mir das so unter die Nase reibst. Du kennst jetzt deine Vergangenheit, aber was ist mit deiner Zukunft? Es gibt immer noch Orte zu entdecken, Dinge zu lernen und Wunder zu finden. Und am wichtigsten, Gemea braucht immer noch deine Hilfe. Du hast schon viel getan, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Du allein entscheidest, was du tun willst. Aufgabe abgeschlossen, entdecke die Wahrheit. Jetzt scheint sich hier tatsächlich schon was zu tun. Guck mal, hier haben wir Gerüste. Da vorne scheint ein Händler zu sein und hier sind Menschen. Hurley, der Alte. Nicht sonderlich gesprächig, der Typ. Aber es scheint, als hätten sie schon wieder mit dem Aufbau von Gemea angefangen. Oh, das wäre cool, wenn wir hier noch ein bisschen aufbauen könnten. Oh. Legenden zufolge durchstreifte vor langer Zeit ein ganz besonderes Tier dieses Land, der Kirin. Der Kirin erscheint nur in Zeiten des großen Friedens. Ich träume davon, eines Tages den Kirin zu sehen, aber dafür müssen alle Regionen des Landes befriedet sein. Bitte, ich glaube, dass du der Einzige bist, der dieses Land vereinen kann und den Kirin zurückbringen kann. Ich glaube nicht, dass wir diese Quest machen. Steigere die Zufriedenheit um 95% in jedem Gebiet. Guck mal, hier kriegen wir Münze aus dem Altkönigreich. Für 500. Okay. Das ist ein legitimer Preis, habe ich gehört. Das bezahlt man hier so. Willkommen, wenn du Spezialgegenstände bestellt hast, komm zu mir, um sie abzuholen. Warte einen Moment. Nein, ich scheine nichts für dich zu haben. Das war übrigens eine sehr schöne Mauer, die wir da gesehen haben. Kann ich bitte nicht diese deprimierende Quest ausgewählt haben? Okay, die Region ist okay. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Wo ist das Ausrufezeichen? Da hinten, das, mit der haben wir ja schon geredet. Was? Bist du immer noch? Der Kirin ist nach Gemea zurückgekehrt. Da Gemea dank deiner Hilfe auf dem Weg der Besserung ist, können wir endlich über eine Zukunft nachdenken. Du bist wahrhaftig der Retter dieses Landes, Geisterseher. Hab vielen Dank. Was? Was habe ich verpasst? Ich hab... Okay. Was habe ich eigentlich gerade für eine Quest ausgewählt? Also wir haben keine Hauptquest mehr. Dann nehme ich mal den Pfad raus. Ich bin gespannt, ob wir noch die Möglichkeit haben, hier was aufzubauen, weil es gibt ja überall die Gerüste und so. Es deutet ja darauf hin, dich habe ich im Abspann gesehen, Kiste. Es deutet ja darauf hin, dass hier wieder Leben zurückkehrt und es grüner wird. Und alles. Aber ob wir da in diesem Spiel tatsächlich noch die Möglichkeit dazu haben,
Ich weiß es nicht. Hier lebte unser Volk, bevor der Wolkenfänger beschädigt wurde. Das ist absolut richtig. Ach, kann ich da hoch? Sieht so aus, als könnte ich da hoch. Kann ich da noch weiter hoch? Also wie es aussieht, nicht absichtlich. Vielleicht kann ich mich da irgendwie hochglitschen oder so. Nee, dafür komme ich dann hier nicht hoch. Haben wir hier noch irgendwas? Da war noch eine Schatzkiste, die wir im Outro gesehen haben. Ansonsten, hast du noch was zu sagen? Hast du gehört, in Flussmühle sind sie sehr interessiert an... Okay, das ist wieder das normale, da haben sie das im Angebot und da suchen sie nach dem da. Geschwafel. Gut, dann würde ich sagen, gibt es hier wohl nichts mehr zu tun. Gimea ist wieder im Aufbau. Wir haben den Wolkenfänger repariert und die gesamte Region gerettet. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Sehr geil. Freunde, das war Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, dann verteilt doch die Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Projekte zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder bei einem neuen Projekt. Bis dahin und ciao, ciao.